friends, but we all grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. Hi, meine Lieben, jetzt noch mal eine offizielle Begrüßung. Ich schlafe in letzter Zeit einfach nicht so gut. Also ich war heute Morgen so richtig zermatscht noch und bin ich in letzter Zeit öfter. Ein bisschen nervig, muss mal rausfinden, woran es liegt, aber ich wollte einfach schnell frühstücken, dachte, okay, ich filme das jetzt einfach für euch, was ich esse und begrüße euch dann später, wenn es mir ein bisschen besser geht und ich fitter bin und da sind wir jetzt. Mein Frühstück ist eine Weile her, jetzt glaube ich über 4 Stunden und ich habe auf jeden Fall wieder Hunger und ich mache jetzt einen Airfryer-Cookie, einen Airfryer-Protein-Cookie. Und der Airfryer, den ich mir gekauft habe, war einfach die beste Investition ever. Ich liebe dieses Ding. Alles darin gelingt einfach so, so gut. Es ist so einfach. Ihr braucht einen Airfryer. Wenn ihr noch keinen habt, kauft euch einen. Die sind nicht teuer und es ist wirklich, wie gesagt, die beste Investition seit langem, die ich gemacht habe. Ich mache das einfach mal mit den Händen. Das geht am einfachsten. Und der kommt jetzt in den Airfryer. Look at that beauty. Geil. Ich lasse ihn noch ein ganz kleines bisschen abkühlen und dann gönne ich ihn mir. Er ist außen richtig schön knusprig und innen soft, wie ein Cookie sein soll. Like insane, like it keeps your skin looking young and whatever. So I've just been using it for a couple of days, but you're supposed. Not so fun fact, mir gehen einfach meine ganzen Küchengeräte kaputt in letzter Zeit. Es hat angefangen mit meinem Toaster, dann ging es weiter mit meiner Küchenwaage, meinem Reiskocher und dann schlussendlich meinem Mixer. Also alles gibt irgendwie den Geist auf. Der hier ist von Ninja. Ich bin richtig gespannt. Das ist so ein krasser Mixer. So einer, wo du ordentlich was reintun kannst. Der hier hat 2 Behälter dabei und normalerweise die Mixer, die ich immer hatte, hatten einfach immer nur so einen Behälter und damit wurde dann halt gemixt und der hat beides. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir werden ihn auf jeden Fall heute noch verwenden, deswegen bin ich sehr froh, dass er heute gekommen ist, für ein Dessert, ein gesundes, was ich nach meinem Abendessen noch machen werde und euch zeigen möchte, weil ich das sehr, sehr mag. Da bringe ich mal sehr viel Kollagen noch runter. Der sieht wirklich fancy aus. So einen coolen Mixer hatte ich noch nie. Zeit fürs Abendessen. Ich habe langsam Hunger und ich zeige euch jetzt ein Rezept, was super einfach ist, sehr schnell geht und man eigentlich nichts falsch machen kann. Und es ist gesund. Und vor allem kann man nichts falsch machen, wenn man einen Airfryer hat. Also überlegt euch das noch mit dem Airfryer, falls ihr noch keinen habt. Ich verlinke euch übrigens auch gerne meinen in die Infobox. Ich glaube, der hat 50 Euro gekostet. Also total okay, total bezahlbar. Und let's go. Step 1, Kartoffeln in Wedges schneiden. Step 2, das Ganze würzen. Aha, mit Salz. Und das absolut Wichtigste hier überhaupt, Pommes gewürzt. Hat mein Leben verändert, habe ich aus dem Kochbuch von Ines. Ich mache das seitdem irgendwie überall drauf. Schmeckt wirklich richtig geil damit. Und ich mache noch ein kleines bisschen Knoblauch. Pulver oben drüber. Das ist optional. Step 3, Airfryer. Und da gibt es hier so eine Einstellung, die heißt French Fries. Die ist nämlich perfekt dafür. Nehmen wir. Ist halb voll. Und los geht's. So, während die Kartoffeln im Airfryer sind, mache ich einen Salat. Tomaten, Gurken, Feta und Zwiebeln. That's it. Ich liebe Balsamico-Creme für Salate. Ja. Ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Pommesgewürz, weil geil, wenn man das überall drauf machen kann. Knoblauchpfeffer, übrigens auch eine sehr feine Sache. Und einen Schuss Olivenöl. Thank you.
ist aufgefallen, ich habe die Steps nicht mehr mitgezählt. I'm sorry. Aber wir haben noch zwei sehr wichtige Steps. Und der eine ist folgender. Denn wir brauchen natürlich auch noch Protein. Ganz klar. Und deswegen mache ich noch ein Lachsfilet im Airfryer. Und ich mache einfach oben drüber noch Knoblauch. So, das Lachsfilet braucht noch mal Minuten und ich habe noch einen Tipp für euch, nämlich Trüffelöl. Hammer geil, ein ganz, ganz bisschen Trüffelöl über diese, ich sage jetzt mal Pommes oder auch Kartoffeln einfach, schmeckt so geil. Ich freue mich richtig auf das Essen und ich gehe jetzt damit auf die Couch und gucke eine Folge One Tree Hill, glaube ich. Mhm. Habe ich 1000 Mal geguckt, die Serie. Ich liebe sie, könnte ich immer wieder schauen. Und wir sehen uns wieder für mein Dessert. So, kurze Erklärung, wie mein Dessert entstanden ist, das ich jetzt mache. Ich versuche, mehr Kollagen zu mir zu nehmen. Das ist eigentlich was man jeden Tag zu sich nehmen sollte. Das hier ist Kollagenpulver. Kollagen ist gut für alles Mögliche, für die Haare, für straffe Haut, für feste Nägel, Knochen, Muskulatur. Ja, es ist eine richtig feine Sache und ich schaffe es einfach nicht, das genug in meine Ernährung einzubauen, also in meine tagtäglichen Dinge, die ich esse. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das unterbringen? Und es ist tatsächlich super für Smoothies und Bowls und solche Geschichten. Aber ich finde halt, es hat einen gewissen Eigengeschmack. Also obwohl es geschmacksneutral ist, man schmeckt es immer so ein bisschen raus. Und deswegen habe ich mir was überlegt, wie ich das essen kann. Ich finde halt, da schmeckt man das so fast gar nicht raus und schmeckt sehr, sehr lecker und es ist wie ein Dessert und... Das zeige ich euch jetzt. Mein, wie nennen wir es? Kollagen Strawberry Milkshake. Ja, Kollagen Strawberry Milkshake. Das klingt fancy, oder? Ja, machen wir. Oh, wir testen den neuen Mixer aus. Ich freue mich mega. Ich habe ihn vorher sauber gemacht, einfach nur mit Spüli und Wasser. Und der ging so ab. Ich war so richtig so, oh mein Gott, what's happening? Ich glaube, der ist richtig krass. So, wir brauchen nicht viele Zutaten. Einmal gefrorene Erdbeeren. Dann Cashew-Mousse mit Vanillegeschmack von Organic Workout. Einfach einen Löffel. Love this. Für ein bisschen mehr Cremigkeit noch. Ein kleines bisschen Erythrit. Dann Pflanzenmilch. Ich nehme die von Harvest Moon. Ich probiere es erstmal mit ein bisschen weniger, glaube ich. Ich muss mal gucken, was dieser Mixer hier macht. Und dann natürlich das Kollagen. Hier nehme ich 3 Teelöffel. Dieser Mixer ist einfach so krass, wie der abgeht. Hammer. Es schmeckt so lecker. Es schmeckt wirklich wie ein Erdbeermilchshake. Nur in gesund. Weil das ja gesund ist, schmeckt man gar nicht. Geil. Ich gehe damit jetzt zurück auf die Couch und gucke weiter. Ich hoffe sehr, dieses What I Eat in a Day hat euch gefallen und euch ein bisschen inspiriert, vielleicht ein paar Sachen auszuprobieren. Das hoffe ich sehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ihr was ausprobiert, wie es euch schmeckt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Folgt mir gerne auf Instagram. Und oh, die Sonne kommt nochmal raus. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.